Machine Games hat bisher in der Wolfenstein IP zwei großartige Spiele hervorgebracht, wie auch einen kleinen Ausrutscher. Das Studio hat im Laufe der Jahre großartige Arbeit geleistet und jeder wartet eigentlich nur auf die unvermeidliche Ankündigung von Wolfenstein 3. In Zusammenarbeit mit Arkane Studios hat man sich aber nicht an einen dritten Teil gewagt, sondern mit Youngblood an ein Spin-off. Und da fragt man sich natürlich, ob Serienfans damit gut bei Laune gehalten werden können oder ja, schauen wir es uns doch am besten einfach mal an. Wolfenstein Youngblood findet ungefähr 20 Jahre nach den Ereignissen von The New Colossus statt. Amerika ist befreit, Hitler ist tot und das NS-Regime ist in Trümmern. BJ und seine Frau Anya haben ihre beiden Zwillinge Sophia und Jessica großgezogen, um bereit zu sein, sich zu verteidigen, falls etwas passieren sollte. Und ja, es passiert auch was. Die beiden Schwestern folgen ihrem Vater nach Paris, schließen sich dem Widerstand an, um Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Vaters zu finden. Die Wolfenstein-Spiele von Machine Games haben sich schon immer stark darauf konzentriert, eine tiefgreifende emotionale Geschichte mit überzeugenden Charakteren zu erzählen. Leider ist davon wenig in Youngblood zu sehen. Trotz langwieriger Zwischensequenzen zu Beginn und am Ende des Spiels hat Youngblood wenig zu erzählen. Eher banal und dass auch so wirklich keine Emotionen hervorgerufen werden. Zudem fehlen auch die überzeugenden Charaktere der Serie. Es ist enttäuschend, wie wenig Aufmerksamkeit die Geschichte und die Charaktere in Youngblood gegeben wurde. Mit einer Zeit von 8 bis 10 Stunden ist die Story die kürzeste und bislang am wenigsten relevante im Portfolio von Machine Games. In einem krassen Gegensatz zu früheren Spielen lässt Wolfenstein Youngblood die lineare Missionsstruktur fallen, um eine offenere Erfahrung zu ermöglichen. Nach Abschluss der Tutorial-Mission werden die Spieler entlassen, um die Stadtteile von Paris zu erkunden und die Hauptmission zu bewältigen. Um in der Geschichte voranzukommen, müssen wir drei Türme angreifen, die im Spiel als Brüder bezeichnet werden. Es ähnelt der Struktur von Rage 2, eine Struktur, die auch das Tempo der Geschichte dieses Spiels beeinflusst. Während Youngblood sein Tempo für diese Struktur opfert, ersetzt es sie durch offene Bereiche, die mit Geheimnis, Nebenerfolgen und bombastischer Action gefüllt sind. Es ist eine deutlich umfangreiche Erfahrung als frühere Wolfenstein-Spiele und bietet sich an, um die Spieler schnell in bombastische Action versetzen zu lassen. Die vielleicht bedeutendste Änderung im Spiel ist die Einführung von Koop. Ihr schlüpft in die Rolle von Zoff oder Jazz, jedoch macht die Wahl des Charakters keinen Unterschied. Wenn ihr aber gerne alleine spielen wollt, übernimmt die KI die Kontrolle über die andere Schwester und macht eine echt gute Arbeit, obwohl sie nicht so hilfreich ist wie ein menschlicher Spieler. Insgesamt ist Koop eine unterhaltsame Ergänzung des Spiels. In Bezug auf das Gameplay ist das Gunplay in Youngblood das Beste, das die Serie jemals hatte. Die Waffen sind eindrucksvoll mit spektakulären und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten. Es gibt hier nichts Neues, da jede Waffe aus The New Colossus gezogen wurde, aber sie alle fühlen sich zumindest gut an. Leider wird das Gameplay durch die Einführung der RPG-Mechanik leicht beeinträchtigt. Die neuen RPG-Mechaniken von Youngblood findet man auch im Fortschrittssystem, das je nach Vorlieben entweder gut oder schlecht ist. Optisch sieht Wolfenstein Youngblood sehr gut aus, mit viel Liebe zum Detail. Vor allem die wenigen Zwischensequenzen sind ein wahrer Genuss. Wer The New Colossus optisch liebte, wird es auch bei Youngblood tun. Leider hätte das Spiel etwas mehr Politur vertragen können. Framerate Drops traten sowohl im Spiel als auch in den Zwischensequenzen auf, wie auch hier und da mal visuelle Pannen. Zudem zeigt auch das Audio des Spiels sich nicht von der besten Seite. Und ja, Wolfenstein Youngblood hat Mikrotransaktionen. Mit echtem Geld könnt ihr Goldbarren kaufen, jedoch ist man darauf nicht angewiesen. Die Währung im Spiel ist Silber und äußerst zahlreich vorhanden. Und wofür man auch keine Mikrotransaktion benötigt, nicht mal Silber, ist für unsere Wertung und dazu kommen wir jetzt. Auf der Pro-Seite haben wir ein sehr gutes Gunplay, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Koop und Offline spielbar,
gut visuell umgesetztes Paris, ordentlicher Umfang, gute deutsche Lokalisierung und Synchro. Auf der Kontra-Seite schwache Story mit wenig Tiefgang, belanglose Nebenmission, frustrierende Checkpoint-Regelung und keine Pausefunktion, kaum Wiederspielwert und vereinzelt Tonaussetzer. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 7,4 und das Schlusswort unseres Testers zum Spiel: Youngblood bringt frischen Wind in die IP. Jedoch machen genau diese Punkte, die frischen Wind bringen, das altbewährte von Wolfenstein kaputt. Vor allem die Geschichte leidet darunter enorm. Youngblood ist eine amüsante Ablenkung im Koop. Aber wenn ihr mehr wollt, solltet ihr auf Wolfenstein 3 warten. Ja, das war mal wieder ein Review von uns, diesmal zu Wolfenstein Youngblood. Und wenn euch die Review gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie natürlich auch über eure Kommentare und Abos. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.